Ja, grüßt euch. Ja, heute, ne, ist ja jetzt endgültig beschlossen worden, dass es wieder mal verlängert wird. Ihr werdet sehen. Ich male jetzt mal wieder mein übliches pessimistisches Bild. Ihr werdet sehen, das wird sich nochmal verlängern. Und das schieben sie dann auf die Mutationen. Ja? Die Mutanten. Die Mutanten kommen. Oh Mann, Leute. Also ich weiß echt nicht, was ich nur sagen soll, was ich machen soll. Die haben doch einfach mal Quadratkilometer weit den Arsch offen. Die kapieren es nicht. Die sind zu dumm dazu. Die haben ihre Vorgaben von den Lobbyisten, was sie zu sagen haben. Die haben ihre Agenda, die sie durchzuführen haben. Wenn sie das nämlich nicht machen, dann tschüss. Ja, dann sind die weg vom Fenster. Ob sie dann politisch tot sind oder wie Möllemann einfach der Fallschirm nicht aufgeht. Wenn die da nicht mitspielen, sind sie tot. Davor haben die Schiss, weil die nichts können. Die können nichts. Keiner von denen. Schaut denen mal ihre Hände an. Die haben noch nicht einen Tag in ihrem Leben vernünftig gearbeitet. Ja? Die haben keine Ahnung, wie das ist. Die kriegen Tausende von Euro jeden Monat in den Arsch geblasen von den Steuerzahler. Sind im Bayerischen Landtag, wenn mich nicht alles täuscht, kriegt der normale Minister, also der normale Abgeordnete, nee, nicht der Minister, der normale Abgeordnete, kriegt im Monat 8.600 Paarzerquetschte Euro. Jeden Monat. Und die haben wirklich den Nerv, sich jedes Jahr die Diäten noch weiter zu erhöhen, weil sie ja so viel machen. Die sitzen nicht, die sind ja nicht mal regelmäßig alle im Parlament. Also wenn ich jemals in meinem Leben so gearbeitet hätte, hätte ich den Job nicht lange gehabt. Es ist unfassbar, was da abgeht. Ja, auch in Holland haben sie ja den Lockdown verlängert. In Österreich haben sie aufgemacht. Ja? Also entweder kriegt man nichts mehr mit aus Holland, dass da weiterhin Straßenschlachten sind, weil sie es einfach nicht mehr senden, damit es bei uns ja nicht losgeht. Aber ich merke es jeden Tag, die Menschen sind angefressen, die sind aggressiv, die Menschen sind perspektivlos. Es gibt, die wissen nicht mehr, was morgen ist, weil diese Vollidioten, diese arroganten, ekelhaften, hirngeschissen dummen, mir fällt kein Wort ein, dass ich jetzt noch zu, diese Wichser. Ja, aber Hauptsache die Friseure dürfen am 1. März öffnen, ne? Hauptsache die Friseure. Alles andere ist ja egal. Ja, die Kinderpsyche wird jetzt genommen, damit sie die Schulen öffnen können. Ist gut. Schulen sind wichtig. Aber Schulen sind halt auch was für dumme Menschen. Ne? Und bloß weil die Eltern teilweise einfach überfordert sind mit der Gesamtsituation. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Unsere, die Politiker, die jetzt, Leute, ohne Schmarrn, geht zu der Wahl. Solange wir noch wählen dürfen, wir müssen die abwählen. Ich kann euch nicht sagen, was ihr wählen sollt. Wählt die kleinen Parteien. Schaut euch die Wahlprogramme an. Wählt die ÖDP. Macht mal eine ganz kleine Partei ziemlich groß. Ich weiß, es wird ungehört verhallen, weil bei den paar Views auf den Vlogs erreiche ich nur die Menschen, die sowieso so denken wie ich. Ja? Leute, geht wählen. So, ich mache jetzt mal wieder eine Prophezeiung. Ja? Wenn das so weitergeht, dann wird die AfD es ganz weit nach oben schaffen im Bundestag. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Vor allen Dingen bin ich mir nicht sicher, ob das so viel besser ist als das, was wir im Moment da oben sitzen haben. Aber das, was wir da oben sitzen, was wir da sitzen haben im Parlament,
Egal, es ist eigentlich egal, was da sitzt. Es sind alles korrupte Volksverräter. Und ich bin kein Freund von Gewalt. Wir dürfen da nicht mitmachen. Wir müssen uns dem widersetzen. Ja, das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und es wird wahrscheinlich früher sein, als mir selber lieb ist. In diesem Sinne, Tschüssikowski.